Und den macht er mit seinem Schwächeren, Buschi. Ja, so schwach kann er aber nicht sein, wenn er damit trifft. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Da kommt die Ecke. Ball kam gut, aber ja. Brandt! Brillant gemacht! Gefährlicher Eckstoß, aber nicht besonders gut verteidigt. Und so fällt hier das Tor. Ecken trainieren sie natürlich und hier passt dann alles. Gut reingespielt und ein klasse Abschluss. Rebic! Und da ist das Tor! Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme. Marcelo. Geht er rein? Und da haben wir es, das Tor. Und da macht der Abwehrspieler sein Tor. Breel, Donald, Embolo. Jetzt die Chance. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Da kommt der Pass. Klasse gemacht. Jetzt die Flanke. Da macht er ihn rein. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Und das war schon sein 3. Tor heute. Er gewinnt das Ding fast immer allein. Daniel Caligiuri. Da ist die Hereingabe. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sehr intelligent gespielt. Ein paar Pässe, dann raus auf den Flügel und dann kommt die Flanke auch noch an. Ein wunderbarer Spielzug mit dem. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme technisch perfekt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Da ist das Tor, aber... Ball kommt an, was machen Sie daraus? Da ist das Tor, aber...